time to play the game. Time to play the game! Hallo Leute, ich bin Unwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Deliverly von dem Pain. Ja Leute, vorab würde ich euch gerne etwas erzählen, warum es so lange keine Folgen gab. Es ist so, ich musste das Ganze von vorne beginnen. Und da ich nicht wollte, dass ihr, ja sagen wir so, das Ganze auch mal wieder von vorne sieht, habe ich mir gedacht, ich mache es erstmal alles ja so wie es halt bis dahin war. Und es ist so Leute, aus Versehen habe ich einen ja etwas Neues freigemacht, also freigeschaltet, ein neuer Platz. Da gehen wir auch hin. Wir werden auch ja da auch hin jetzt gehen. Ich werde euch dann zeigen, nur das Einzige, was ich aber nicht gemacht habe, ich habe es noch nicht geschafft, den Mission von dem Doktor zu Ende zu spielen. Beziehungsweise ich habe das gefunden, der will aber diesmal etwas anderes. Und jetzt habe ich diese Werkzeugkasten auch gefunden. Und den will ich jetzt dahin bringen. Was wir aber noch etwas machen, wenn er sagt, nein, das ist nicht das, was wir wollen, weil ich nicht, ich habe noch Medikamente gefunden. Also ich habe das gefunden, aber der wollte es irgendwie nicht, also das nehme ich nochmal mit. Wir gehen nochmal hin, aber erstmal muss ich etwas futtern. Und ich habe noch etwas herausgefunden, Leute. Ihr werdet nicht glauben, aber ich habe etwas herausgefunden. Und zwar, Leute, warum habe ich überhaupt von neu angefangen? Es ist so, man stirbt nicht nur ja wegen der Krankheit oder Verletzungen, sondern etwas anderes ist noch da. Und zwar, es geht um um seine Glückseligkeit, beziehungsweise ja, wie happy unsere ja, hier unser Charakter ist. Und diese Happiness, also hier, das hier, man kann es durch Radio erhöhen. Und ich habe jetzt diesmal auch so gemacht, dass wir jetzt auch ein bisschen happy sind. Ne? Wir gehen mal, wie gesagt, zu dem Doc nochmal hin. Also ich habe den also im Krankenhaus total ja, fast alles gesammelt, nur halt die Mission, also zu 80% ist es gesammelt worden. Ihr seht aber, ich habe noch zentraler Park freigezockt. Da gehen wir als nächstes hin, denn dort kann man etwas versuchen. Ich weiß nicht, ob das klappt, Leute, deswegen gehen wir auch hin, um zu versuchen. Dann, Leute, ich habe da was gefunden. Oh. Shit. Ich habe gerade einen Fehler begonnen, Leute. Und zwar, ich habe gerade nicht auf die Uhr geschaut. Da muss man erstmal schlafen gehen. Und ich würde euch gerne etwas zeigen danach. Also wir gehen dann in Hospital. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir in den Park. Ja, also machen wir so. Nebenbei werden wir noch etwas tun, Leute. Ich werde noch nebenbei, okay, bis 18 Uhr haben wir geschafft. Puh, das war knapp. So, nebenbei werde ich hier noch etwas erlernen. Und ein bisschen Happiness mal einmal machen. Also einmal sollte reichen. Ich habe das Bett wieder gebaut. Das Problem ist, man kann nicht das beste Bett bauen. Also ihr seht, das Happiness ist ein bisschen nach oben gegangen. Man muss alle Betten hintereinander bauen. Ich habe gedacht, naja, ich warte ab bis 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 Stunden Sleeping. Das reicht mir. 7 Stunden, weil wir können dann noch etwas erlernen. Also die Zombies greifen wieder unseren Shelter an, machen wieder die Tür kaputt. Aber nicht mehr lange, ich werde dann mit denen ein bisschen, ja. So, ich weiß, dass jetzt Reparatur nötig ist, aber wir haben 2 Uhr nachts, wir essen jetzt ein bisschen und erlernen was ein bisschen. Ja, den Kaufhaus habe ich aber nicht gemacht, also das ist sozusagen unsere, wie soll ich sagen, also das ist, das bleibt erstmal, wenn wir überhaupt kein Essen haben. Und ich muss euch noch etwas verraten, ich habe noch etwas gemacht. Und zwar Leute, wir kriegen jetzt ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Essen. So, reparieren, das machen wir mal geschwind, oder? Reichen uns die, ja, Holz haben wir, aber lassen wir erstmal, machen wir später. Es ist halt so, wir können jetzt hier unsere Gegenstände studieren. Ich mache das mal, ich hoffe, ich kann das gleich aufbauen, das neue Level 2. Ich hoffe, dass wir das aufbauen können und das studieren wir auch. Wir können hier Schnaps brennen, also das ist die Schnapsbrennerei. Das hier zum Beispiel ist simpel Wasserfilter, also das brauchen wir auch, um mir ja, Gegenstände herzustellen. Diese Wasser soll jetzt gemacht werden. So, wir haben jetzt 5 Uhr, knapp 6 Uhr. Okay, wir können jetzt dahin, Leute, aber ich muss etwas nachschauen. Was fällt denn? Holz. Wenn wir Glück haben, dann sammeln wir 2 Holze und dann werden wir das Ganze machen. Und zwar, Leute, ich brauche dieses hier. Braucht man ziemlich viel Material, aber ich werde euch mal etwas zeigen, Leute. Das braucht man. Das sind so Basic Trap. Diese Basics Fallen, also so Fallen, die sind dazu da, um an die Nahrung zu kommen. Ich will euch jetzt das Ganze mal präsentieren. Und zwar, wir gehen doch als allererstes im Park, weil ich möchte etwas ausprobieren. Wir gehen jetzt in unserem Park. Dort können wir eigentlich nichts machen. Nur es ist so, dort treffen wir unseren alten Bekannten. Und zwar, hier treffen wir unseren einen Bekannten von uns. Und ich glaube sogar, dort gibt es eine, hier, ihr seht, hier gibt es eine Möglichkeit, noch eine Mission von dem zu ergattern. Oh, das ist er nicht. Das ist jetzt noch einer. Ja. Warum auch immer. So, Leute. Es geht um dieses Auto. Man kann dieses Auto reparieren. Also, der sagt, das Car ist noch damaged, bla bla bla. Man kann es fixen. Jetzt ist die Frage, kann ich mit diesem Werkzeug denn mal fixen? Car ist nicht kaputt. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, ob man den fixen kann. So, jetzt habe ich hier Fallen. Ihr seht, hier kann man gucken. In manche diesen Fallen, wenn wir Glück haben, haben schon Fleisch, wird schon drin sein. Und zwar, man kann hier diese Kanickeln fangen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt da auch ein bisschen mehrere Fallen gebaut. Denn diese Fallen sind einmal zu benutzen. Das heißt, wenn wir dort schon was gefangen haben, dann sind die Fallen, ja, die sind nicht mehr da. Also die werden dann weg. Brauchen wir neue Fallen. Deswegen habe ich hier überall die Fallen aufgestellt, damit wir hier endlos Ratten haben, endlos Kanickel haben und endlos die Hunting, genau. Hier steht nochmal, also
Wir können jetzt einfach hier Fleisch machen. Also deswegen habe ich hier die Fallen jetzt genommen. Wir werden jetzt noch mehr Fallen reinbringen. Also ich werde jetzt einmal hier eine Falle stellen. Dann hier eine, damit es halt voll mit Fallen hier ist. Also wir werden jetzt hier ein bisschen jagen. So, einmal hier stellen. So, wir haben die Falle jetzt einmal hingestellt. Jetzt einmal hier stellen. Wir werden überall jetzt Fallen haben, damit wir, wie gesagt, endlos ans Essen rankommen. Dann gehen wir zu unserem Doktor. So. Mich interessiert aber mehr das Auto, womit wir dann fahren können. Wir können auch hier eine Falle stellen. Damit wir halt Essen haben. So, dieses Park ist einfach nur zum Hunting da. Also es ist einfach so, man kann hier nichts looten oder so, nur hunten. So, nur halt jagen. So, hier haben wir jetzt alles. Also nirgendwo ist noch etwas zu haben. Also das Auto ist irgendwie, kann ich das mit diesem Werkzeug reparieren. Ich probiere mal aus, ich bin mir aber unsicher. So, was steht da? Professor. Vielleicht sollte ich das mal Doktor bringen. So, das machen wir auch. Wir gehen jetzt zum Doc. Wir haben noch einen hier. Wobei, ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich habe gedacht, das ist unser Doc, aber das war wohl nicht der Fall. Also wir haben noch einen Überlebenden im Park. So, wir gehen jetzt zu unserem Doc und bringen dem die Sachen. Also die zwei Sachen habe ich entdeckt. Wie gesagt, also der wollte die Sache, was er erstens haben wollte, also nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, bringen wir dann doch den Werkzeug mal. Hier ist eigentlich schon leer. Und das ist gut so. Also Doc, ich hoffe, du sagst ja. Ich hoffe, du sagst ja. Wo bist du denn? Das hier weiß ich auch, wie man knacken kann. Also, da bist du. Doc. Hey. Mein Name ist... Excuse me. Okay. Ja, das haben wir eigentlich schon mal gehabt. Also ich will nur Laboratorie. Ich habe doch diese Laboratorie-Werkzeuge. Fein. Komm, ich will das Labor loswerden. Die Teile, ich glaube. Von mir. Ja, so, ich glaube. Exzellent. Okay, diesmal hat es geklappt. Irgendwie letztens hat es nicht funktioniert. Jetzt will ich mal schauen, was er eigentlich bei uns abgenommen hat. Also doch diese Werkzeuge, was auch erstens. Aber irgendwie, wie gesagt, es hat nicht von Anfang an funktioniert. Schau mal, hier habe ich noch nicht geschaut. Beziehungsweise ich habe da, glaube ich, nachgeschaut, aber nicht alle Teile weggenommen. Genau. PK, das nehmen wir auch alles. So, jetzt geht es eigentlich nur darum, nochmal die Etagen durchzusuchen. Also zweite Etage hier ist eigentlich jetzt Ruhe. Also die Zombies sind jetzt weg. Ich bin mir aber nicht sicher, dass man hier etwas nehmen kann.
Also die geschlossenen Räume kann ich da aufmachen. Ich muss nur etwas erlernen und das mal machen. Also es gibt ein Werkzeug, wo wir so, jetzt laufen wir hin. Jetzt müssen wir hoch. Also hier, das können wir noch aufmachen. Ich muss jetzt nur gucken, ob das überhaupt sich lohnt, hochzugehen. Ob wir das jetzt hier schon... also hundertprozentig kann das nie sein, weil man muss diese noch öffnen. Ich glaube, oben war schon alles, was ich looten könnte, weil ich war auch oben und habe dort geguckt und so. Ich glaube, ich war dort in alle Räume. Nein, da zum Beispiel habe ich das nicht geguckt und da habe ich gar nicht aufgemacht. Also die gelben, wenn es gelb ist, dann heißt es, du hast es nicht aufgemacht. Also das habe ich übersehen. Ich glaube jetzt, ja, ich sehe, ich habe das gar nicht alles hier gesammelt. So, jetzt gehen wir hoch. Ich glaube, ansonsten wäre das 100% bzw. 95%, weil wir haben da nicht aufgemacht. Wobei ich glaube, das zählt nicht mit. Wenn die geschlossenen, die zählen nicht mit. Hier habe ich auch hier, ihr seht schon ein paar Zombies ohne Kopf. Wir schauen hier mal nach. Hier ist nichts. Wir müssen, wie gesagt, ich will jetzt alle hier durchschauen, weil ich möchte hier alles mitnehmen. Schon wegen die Fallen, weil Fallen brauchen sehr viele Sachen und die werden wir jetzt auch hier holen. So, schauen wir hier mal um. Also hier ist ziemlich riesiger Raum. Ich glaube, ich habe letztens hier nicht alle umgebracht. Vielleicht doch. Weiß ich nicht. Mehr, also wie gesagt, es ist so, dass ich das Ganze... Hier war... Okay, wir müssen in das letzte Raum gehen. Also hier habe ich alle umgebracht. Gut, auch glaube ich alles gesammelt. Jetzt gehen wir in das letzte Raum. Ich weiß, dass ich nochmal hin wollte, weil ich gedacht habe, ich habe nicht alles gesammelt, weil er es letztens nicht genommen hat. Also ich habe gedacht, ja, da fehlt was. So, wir gehen nochmal in diesem Raum. So, schauen uns hier um. Und vielleicht finden wir noch etwas Schönes. Aber ich glaube, auch hier habe ich alles gesammelt. Ja, jetzt können wir eigentlich nur nach Hause gehen nochmal. Und dann werden wir ein bisschen, wir gehen dann etwas zum Essen holen. Yep, Leute, wir müssen jetzt einfach nach Hause und dann gehen wir etwas zum Essen holen und essen was. Nebenbei studieren wir weitere Gegenstände, weil, wie gesagt, Leute, es geht darum, jetzt eigentlich weitere Plätze frei zu machen. So, weitere Plätze, wo wir hin können. So, ich will auch noch nachschauen, Leute. Ich will noch gucken. Leider habe ich, glaube ich, kein Holz gesammelt, oder? Ich schaue mal nach, ob ich Holz habe. Weil ich will auch diesen Level 2 Tisch bauen. So, jetzt herum. So.
So, jetzt runter und nach Haus. Ich würde gerne auch jetzt den Schlüssel machen und diesen Schrank öffnen, weil wenn es zugeschlossen ist, dann heißt es, da gibt es gute Sachen. Und das ist ja, also 14 Uhr, noch 2 Stunden, das lohnt sich einfach nicht, um irgendwo hinzugehen. So, jetzt öffnen wir die Sache. Also eine mit dem Duke haben wir jetzt erledigt. Tut mir leid, dass wir es nochmal machen müssten. Weil, wie gesagt, ich musste das von neu anfangen. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich Holz? Nein. Wir müssen dann... Dieses Haus ist noch nicht gelootet worden. Also da gehen wir auch hin. Dann dieses Haus, das ist glaube ich das Essen. Hospital. Ich bin gespannt, ob ich im Hospital alles habe jetzt. Ich glaube eh nicht. Also ich glaube eher, wir haben da eher 85%. Ich glaube, der Rest ist das entweder zugeschlossene oder ich habe da was übersehen. Aber da wir nochmal hin müssen, ist es jetzt uns eigentlich egal. So, was machen wir jetzt? Wir machen Folgendes. Wir müssen jetzt erstmal etwas lernen. Ich weiß, dass ich jetzt Hunger habe. Das werden wir aber später essen. So, jetzt lernen wir das hier. Wir studieren mal Brewing. Das ist das mit dem Alkohol. Dann können wir das Brot mal studieren, also wir können dann jetzt weiße Brot machen. So, auch Medix, Painkillers. Und das hier. Dann hören wir ein bisschen Musik und gehen schlafen. So, wir haben jetzt alles studiert und zwar wir hören jetzt ein bisschen Musik. Ich hoffe, dass die Zombies nicht weiter meinen Tor hier kaputt machen, weil ich habe keine Lust, das zu reparieren. Er hört 1 Stunde lang Musik, um ein bisschen Happiness zu bekommen. Ja, essen tun wir dann, wenn wir aufwachen. So, ein bisschen Happiness. So, ich halte es immer so zur Hälfte Happiness, damit er halt happy ist. So, dann schlafen wir 8 Stunden. Okay, 9 Stunden. Ich hoffe, die Zombies kommen nicht. Dann essen wir unser letztes Essen. Das war jetzt zu viel. Okay. 9 Stunden waren es zu viel, aber egal, jetzt essen wir schnell was und dann Happiness, die Musik. Ja, muss man auch machen. Das Happiness, wobei ich kann das mit Cola machen. Oder mit den Chips. Ich will jetzt mich voll essen. Also ich werde das Ganze jetzt auch bisschen Happiness hochleveln, dann ein bisschen noch Suppe. Dann gehen wir gucken. Okay, Happiness ist hoch. Ich trinke eine Flasche Cola. So. Okay, so, wir müssen die Sachen noch ein bisschen ablegen und dann gehen wir und schauen nach. Also ich kann doch mit diesen Werkzeugen, die lege ich erstmal ab, dann Plastik lege ich ab.
Wir müssen jetzt, wie gesagt, uns jetzt Essen holen, weil ich habe jetzt kein Essen mehr. Die Ratten, das ist zwar sehr gut und endlos, aber Leute, es braucht Zeit. Es sammelt sich ja schon mal so in Prozentweise. Ansonsten haben wir auch ziemlich gut mit den Ratten Fleisch und so. Ne? Gut, wir haben gegessen, wir haben Happiness, wir haben... Ja, gut, wir gehen. Verletzung haben wir gar keinen. So, wir gehen mal gucken, ob Ratten schon gefangen wurden. Und dann, wenn ja, dann machen wir so, dass wir die braten. Wenn nicht, dann machen wir folgendes. Wir gehen einfach entweder in das Haus oder in den Einkaufszentrum. Dann können wir dort auch ein bisschen Essen finden. Dort ist das ja am höchsten. So, jetzt schauen wir mal. Also Doc, du, also beziehungsweise Zwillingsbruder von dem Doc. Du bleibst mal hier. Hier sind 16%, okay. Hier sind, ich hoffe, in einer der Fallen siehst ein bisschen 40%. Ich hoffe, in einer der Fallen sind schon. Oh, ich habe hier sogar zwei. Cool. 16%. 8%, also ihr seht, man braucht Zeit, also es ist halt 8%. Ich habe hier jetzt überall Rattenfallen gemacht. Hier 8%, irgendwo bitte Fleisch. 60. Am Anfang war es auch so, dass ich ziemlich schnell gefangen habe. Schauen wir noch hier. Dann müssen wir wohl in den Kaufhaus. 48%. Okay, also nichts drin. Dann reden wir mal nochmal mit dem. Vielleicht sagt er uns was. Also doch, ist er, Dr. Duke. Was ist? Ja, ich hab Doktor da. Also habe ich doch richtig, dass wir dem jetzt eingetroffen haben. Was mir jetzt interessiert ist das Auto hier. Okay, jetzt erzählt er mit dem Auto. Das K ist... vielleicht können wir das jetzt reparieren. Nachdem er uns erzählt, ja, man kann es reparieren, braucht man Werkzeuge. Also das haben wir. Es fehlt uns Engines, Parts and Tools. Ich glaube, die Tools haben wir. Engines, Parts. Wo bekommen wir? Es tut mir leid, ich kann nur kein Englisch, deswegen bin ich so ruhig. Also ich lasse euch jetzt das vorlesen. Ich hoffe, ich habe mir auch so gedacht, Leute, dass man irgendwie ein Fahrzeug hier bekommen kann, weil man hat Zeit und muss ziemlich laufen und so. Und mit der Car, also mit dem Auto, kann man ziemlich schnell sich fortbewegen. Okay, bring okay,
der wird für uns dieses Car fixen, wenn wir dem mal die nötige Sachen bringen. Das heißt, wir könnten da was machen. So, wir haben noch Zeit, wir brauchen was zum Essen, deswegen gehen wir mal. Ich weiß nicht, sollen wir in den Haus hingehen? Oder sollen wir... Nein, weil wir brauchen Essen. Wir gehen mal in Kaufhaus. Nehmen ein paar Sachen mit. Natürlich, und werden dort gleich schon mal das Essen vorbereiten. Und ja. Da ist schon der erste Zombie, den wir Hallo sagen. Treffer versenkt, der erste Zombie ist down. Ich habe da schon eine Kiste gesehen, nur da sehe ich schon einen Zombie, der sehr gerne mich auffressen würde. Aber das lassen wir nicht zu. Da ist noch eine. What the fuck? Warum schlägst du denn nicht? Hau rein! Jawohl, hau rein! Okay, jetzt können wir schon mal uns ein bisschen mit dem Essen füllen. Also mit Nahrung. Ja, ich habe mir auf Nahrung gehofft. Aber auch solche Teile bekommen wir. Ich hab gedacht, so klappt, dass ich dem schlage. Oh oh. So. So, jetzt gibt's hier noch was. Schauen wir, vielleicht gibt es hier auch noch Nahrung. Denn wie gesagt, wir sind am Verhungern. Wir brauchen Nahrung und... Oh ja. Das habe ich absichtlich gelassen, weil ich habe gedacht, okay. Wir lassen das erstmal, wenn wir es ganz knapp mit dem Essen sind. Moment, ich mach mal etwas, und zwar ich schieb mir in der Hand zweite Messer, den ich hier gemacht habe, zwar Vape 2. So, wir haben jetzt zwei Fleisch, den wir brauchen können, und schauen uns hier noch mal um, weil der Kaufhaus, der hat nur eine ein Stockwerk, und den Stockwerk, der ist ziemlich riesig, der Kaufhaus an sich. Wir müssen jetzt erstmal was zum Essen suchen, finden. Wir können ja auch jetzt... Oh nein. Leerer Schrank, super. Das trinke ich auch aus. Damit wir Happiness ein bisschen bekommen und ein bisschen noch Hunger hat er jetzt hoch bekommen. Wir müssen hier noch schauen. Ich hoffe auch was finden, weil wie gesagt, also bis die Ratten da sich fangen lassen, vergeht eine Zeit. Wobei, Leute, ich glaube, es ist nur so, weil ich schon mal paar mal Fallen gebaut habe dort, und deswegen glaube ich, das, okay, wir haben jetzt ein bisschen was zum Futtern, deswegen gehen wir jetzt zurück. Wobei, weil ich als allererstes, wo ich die Fallen mal ausprobiert habe, gab es ziemlich schnell Ratten drin. Und ich habe eigentlich kein Problem mit dem Essen gehabt. Jetzt, jetzt ist es ein bisschen anders. Ich glaube, die Tierchen müssen sich erstmal spawnen. Okay, wir haben das erstmal zur Hälfte, gehen wir zurück nach Hause. Das Holz fällt mir irgendwie, also der Holz fällt mir gewaltig. Dazu muss man auch ins Haus hingehen.
Denn das Essen haben wir jetzt. Wir müssen es nur noch kochen. Wobei, ich weiß nicht, soll ich auch ein paar Brote machen? Weil ich kann jetzt auch Brote machen, auch Weißbrot. Ich habe hier offen, dann können wir auch hier ein paar Weißbrote machen. Wir brauchen dazu Kartoffeln. Wir haben hier was. Also kochen wir mal ein bisschen was. So zweimal Kartoffeln, einmal Weißbrot haben wir jetzt drin. Dann haben wir hier dreimal Fleisch. Können auch Medikamenten machen, wobei uns da was fehlt, oder? Ja, da fehlt Herb. Wir können auch Suppen machen. Nur wir brauchen den Kühlschrank, weil das Fleisch an sich ziemlich schnell verrottet. Und ein verrottetes Fleisch, das ist Selbstmord. So, wir können jetzt etwas essen, denn wir haben ja jetzt im Rucksack etwas Essen drin. Ja, gehen mal was essen erstmal. Ich würde schon gerne jetzt, also ihr seht, das Brot verrottet. Ich werde es erstmal, ich glaube, das Brot erstmal ablegen und esse einmal Karnickel. Karnickel, komm, jawohl. Wir haben jetzt ein halbes voll. Der Rest legen wir für die schwarzen Tagen sozusagen, wenn wir nichts zum Essen haben. Ich brauche Holz. Ich brauche unbedingt Holz, weil, Leute, wir haben jetzt nichts mehr Neues. Also wenn zum Entwickeln meine ich. Weil wir brauchen jetzt unbedingt diesen Tisch. Wir haben aber ziemlich gute Sachen hier eingesammelt. So Leute, entwickeln können wir nichts mehr. Reparieren können wir eigentlich auch nichts mehr. Sind das jetzt entwickelt? Ja, das ist alles erlernt. Wir können auch Waffen erlernen. Also wir haben zum Beispiel Feueraxt. Ist noch nicht freigeschaltet. Das ist studiert, studiert, studiert. Das haben wir noch nicht freigeschaltet, weil wir es noch bauen müssen und so weiter. Also deswegen, Leute, gehen wir mal pennen. Wobei nein, nein, noch nicht, weil wir haben jetzt Zeit, ein bisschen Musik zu hören. Viel Spaß. Diese Musik ist nach eigener Zeit ein bisschen nervig, aber das muss sein, um unsere Happiness hochzuleveln. Ich würde gerne es voll haben, weil auch wenn das, also wenn unsere, wenn wir nicht mehr so happy sind, kann er daran sterben. Yep. Deswegen habe ich auch neu angefangen, weil der daran stirbt. Aber ich habe ja vorher nicht gewusst, dass ich hier mein so Happiness machen kann. So, jetzt können wir eigentlich schlafen gehen. Machen wir mal den voll. Wir gehen dann schlafen und gehen in den Haus nochmal. Ich würde gerne dort etwas nachschauen. Vielleicht haben wir Glück und haben dort Holz. So, wir sind jetzt happy. Jetzt gehen wir schlafen. Morgens werden wir dann aufwachen und etwas essen, weil wir zurzeit jetzt Essen haben. Nicht viel, aber trotz allem haben wir Essen. Ja, also 8 Stunden kannst du pennen. So. So, dann essen wir auch morgens was und dann gehen wir in den Haus. Ich hoffe, ich kann dort was finden. Vor allem das Holz. Weil wir müssen dann einen anderen Tisch hier bauen.
Ja, jetzt bis wir was essen, also wir können jetzt, wir haben noch Zeit was zum Essen, schnell etwas reinzuwerfen. Wir haben noch ein Kaufhaus, der nicht ganz gelootet ist. Ihr seht, das Fleisch verderbt schneller als das Brot, deswegen habe ich jetzt das Brot auch gelassen. Wir essen was. Super. Gut. Dann können wir jetzt, wir können noch mal, ja, noch einmal Musik hören. Und dann gehen wir dieses Haus mal besuchen. Ich hoffe, die Fallen sind auch voll. Also ich hoffe auch, dass die Fallen auch voll sind. Okay, jetzt können wir gehen. Und zwar, wir könnten eigentlich die Fallen mal gucken. Man muss jeden Tag das schauen, weil es gibt Momente, wo zum Beispiel die wirklich schon was gesammelt haben. Aber erstmal will ich in diesem Haus hinein, weil wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz, um weitere Gegenstände frei zu erlernen. So, und dann, ich glaube, mache ich dann Schluss für heute. Also wir müssen jetzt... Nein. Langsam vorrücken. Langsam. Nein. Blöd, Mann. Wow, war der leise, ey. Ich triff das nicht, irgendwie. Ich triff die Sau nicht. Umschalten auf das Messer. So. Jetzt schauen wir hier mal uns um. Vielleicht finden wir Holz. Holz, Holz, Holz. Bitte, bitte, bitte. Und das ist jetzt zweistöckig. Ja, wir haben Holz. Leute, wir haben Holz. Wir können jetzt das Haus eigentlich weiterhin looten und mal schauen, was wir da haben. Wir haben aber 10 Holz. Das heißt, Leute, wir haben endlich... So, gibt es hier was? Ja. Hier gibt es was. Und vor allem, da gibt es einen Zombie. Geschlitzt. So, wir schauen mal. Das lasse ich mal, weil Metall habe ich so viel. Vielleicht braucht man diese Teile. Nein, ich wollte das nicht machen. Naja. Okay, das lasse ich eine mal. So, wir schauen den ersten Stock mal durch. So, haben wir in dem Zimmer was? Nix. Okay. Ersten Stock haben wir schon mal. Haben wir was draußen? Leider nicht so. Das Auto ist kaputt. Wir gehen mal auf den zweiten Stock. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir heute noch am Ende diesen Haus hier leer haben. Und dann können wir da was machen. Also ich meine den Tisch. Ja, also... Schauen wir mal. Da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Da laufen wir hin. Hier schauen wir mal rein. Okay, was haben wir? Wir haben Holz. Wir haben hier eine Menge Holz, wir haben Plastik, wir haben Eisen. Wie gesagt, also Eisen bekommen wir. Holz haben wir jetzt schon. Sehr schön. Und Plastik einmal, bitte. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur noch
schauen, wie wir die zwei Zombies killen. Genau. Langsam, damit dich der zweite nicht hört. Leise. Schippern der Schnee. So. Wir haben Problem. Und zwar das Problem ist das Essen. Der Rest haben wir alle. Kannst du bitte die töten? Danke. Stirb. Blöde Schnümpfe. So, wir haben eigentlich das Haus leer geräumt. Wir haben ziemlich viel Holz gesammelt. Und können jetzt eigentlich nach Hause gehen. Ne? Wir können jetzt eigentlich nach Hause gehen und unsere Base ein bisschen ja, ein bisschen verschönern. Unser Shelter soll jetzt ein bisschen zwar hier war nicht so viel, aber hier war zumindest das, was wir gebraucht haben, sprich Holz. Und bin ich mal gespannt. Wir gehen allerdings noch, Leute, das mache ich auch, wir gehen allerdings noch und schauen nach den Fallen, weil ich brauche noch Fleisch. Das mache ich noch am Ende, schauen nach Fallen und dann gehen wir und bauen am Ende noch der Folge unseren Tisch, denn nur dann können wir weitere Sachen entwickeln, zum Beispiel eine Möglichkeit, geschlossene Türen zu öffnen. So, die zwei Häuser sind komplett leer. Das hier ist nicht leer. Ich glaube, entweder habe ich dort was übersehen, also den Krankenhaus, oder ich habe also das zählt dieser Schlüssel, wo man den Schlüssel braucht. So, jawohl. Ihr seht, wir haben Radmiet. Und ihr seht, wir haben keine Falle. Wir brauchen hier neue Falle. Also die Fallen sind einmal benutzbar. Also nur einmal. Wir brauchen dann neue Fallen. Allerdings, Leute, wie gesagt, es ist sehr, sehr gut. Also hier ist noch nichts drin. Weil, wie gesagt, also ihr seht, ich habe jetzt eine Ratte gefangen. Ich habe jetzt noch mehr Fleisch. Hier zum Beispiel habe ich Kaninchen. Ja, also ich habe hier jetzt Kaninchenfleisch in der Tasche. Was können wir da wegwerfen? Wir können hier leider nichts wegwerfen, wobei ich kann das hier Demolition machen und eine weitere Kaninchenfleisch zu machen. Also hier. So, wir haben jetzt eigentlich die Taschen voll. Ich will nur nachschauen, ob man in dieser Falle was hat. Nein, aber wir haben 56%. Dann dieses hier. Nein, wir haben aber allerdings zwei Fallen verbraucht. Wir haben volle Taschen Fleisch, die wir jetzt kochen können, und wir gehen jetzt nach Hause. Und vor allem das einzige, was mich interessiert, ist das Auto. Ich bin gespannt, was ist das zweite. Leute, könnt ihr mir das schreiben? Also, da hat mir gesagt, ich brauche zwei Sachen. Könnt ihr bitte das in den Kommentaren schreiben, was das ist? Und zwar bitte auf Deutsch, damit ich das auch mal suchen kann und wenn ich es finde, zu ihm bringen kann. So, jetzt erstmal die Rattenfleisch braten, erstmal was essen, köstliches Fleisch, was wir gefangen haben. So, allerdings, Leute, als allererstes, was wir machen werden, ist unser Tisch hier. So, und zwar dieser Tisch soll jetzt gemacht werden. Wir haben jetzt den Tisch und ich glaube, wenn wir Glück haben, jawohl, wir haben Glück, wir können das Wasser hier auch mal machen. Machen wir. Simpler Wasserfilter. Ich weiß nicht, wir können unsere Bandagen so viel wie möglich machen. Also hier Wasserfilter. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt Wasser irgendwo finden müssen oder ob das irgendwie nach einer Zeit selbst filtert.
Ja, also, ob man hier was braucht. Ich glaube aber schon, weil... Habe ich jetzt... Okay. Braucht man doch nicht. Also das macht ihr jetzt einfach nur draufdrücken und dann macht ihr 12 Flaschen Wasser oder was? Habe ich so richtig. Wenn ja, supi. Jetzt haben wir einen verbesserten Tisch. Jetzt können wir allerdings etwas Neues hier erlernen. Und zwar einmal die Pistole, was uns überhaupt nichts bringt, Jungs. Denn wir haben keine Munition. Wir können das erlernen, aber können nicht damit schießen. Wir machen das hier erstmal. Natürlich müssen wir was essen. Jawohl, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns einen bequemeren, komfortablen Tisch zu bauen. Also zu studieren. Und wir haben Werkzeuge zu studieren. Machen wir mal. So, unser Base wird immer schöner. So, jetzt können wir hier zum Beispiel, Leute, hingehen und sagen, okay, jetzt können wir einen ein bisschen kräftigeren Tor machen. Damit die nicht so schnell kaputt geht. Haben wir hier einen kräftigen Tor gebaut. Können wir uns hier einen besseren Tisch erlernen. Und natürlich, ich sehe gerade, ich habe Hunger, ich muss was essen. Ich habe Hunger und ich muss was essen. So. Also, braten wir uns mal in Raid. Ihr seht, also die Suppe braucht Wasser. Ich glaube, genau das. Also die Suppe, die braucht Wasser. Seht ihr das? Und zwei zum Beispiel Fleisch. Ja, also ich hätte dann so eine Rabbit-Suppe. Wir essen mal, damit wir nicht verhungern. Und dann verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe... Oh, ich muss noch Rabbits machen. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, like das Video, kommentiert und vor allem, ja, wenn auch nicht gemacht hat, abonnieren. Denn es wird immer interessanter. Es sind Sachen freizuschalten, die einfach total geil sind. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein, ciao.